Hallo, ich zeige euch heute noch einen Verarbeitungstipp zu unserer Marlenehose Viola. Bei den breiten Aufschlägen und wenn dann eine Ware auch weich ist, dann fällt der Aufschlag gerne runter. Sieht, finde ich, dann immer nicht so schön aus. Ihr seht, der hier, der hält wunderbar, weil wir haben hier eine besondere Verarbeitung, dass wir das innen durchgesteppt haben. Und das möchte ich euch jetzt am Schnitt einmal zeigen. So, ich habe den jetzt einfach mal hinten an die Wand geklebt. Das ist unser Hosenbein und es sind hier, wo die Knipse sind. Das ist immer jeweils der Umbruch. Den bügelt ihr euch um und dann wird anschließend der Saum nach innen geschlagen. So, und jetzt, wenn ihr das gebügelt habt, dann wird der untere Teil mit dem Saum wird nach oben geschlagen und dann wird bei 3 cm es einmal durchgesteppt. Der Vorteil ist, wenn ihr dann den Aufschlag wieder runterklappt, dann sieht man keine Stepplinie. Die Stepplinie ist nicht durch und durch, sondern sie ist nur am Hosenbein und am inneren Aufschlag. So, es ist jetzt hier durchgesteppt, es kann nicht mehr runterfallen, nur bis dahin. Und dann schlagt ihr das um und klappt so weit den Saumen, bis ihr wieder auf dieser Stepplinie seid. Und dann habt ihr hier innen noch 1 cm Platz für den Saum, weil ihr steppt bei 3 cm und der Saum hat aber eine Breite von 4 cm. Und dann könnt ihr, wenn das hier durchgesteppt ist, hier innen, dann könnt ihr hier innen den Saum blind aufsteppen. Blind deswegen, weil er von außen nicht gesehen wird, aber es ist kein Handstich, sondern es ist ein Stich mit der Nähmaschine. So, es ist alles eingezeichnet im Schnitt. Zoe hat es auch wieder ganz toll erklärt. Ich hoffe, es war so verständlich. Gebt uns mal Feedback, würde ich mich freuen. Dann viel Spaß beim Nähen von unserer Hose Viola. Tschüss!